Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción. Mitbürger. Dies wird höchstwahrscheinlich die letzte Gelegenheit sein, dass ich mich an Sie wenden kann. Die Luftwaffe hat die Sendetürme von Radio Portale und Radio Corporation bombardiert. Meine Worte enthalten keine Bitterkeit, jedoch Enttäuschung. Sie werden die moralische Strafe sein für diejenigen, die ihren Schwur verraten haben. Angesichts dieser Tatsachen bleibt mir nichts anderes, als vor den Werktätigen zu bekräftigen. Ich werde nicht zurücktreten. Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, liebe Schüler, Schülerinnen und Schüler, verehrte Gäste. Heute vor 40 Jahren hörten wir im Radio ergriffen, entsetzt und empört die letzten Worte des gewählten Präsidenten Chiles, Salvador Allende. Auch heute noch, gerade haben wir es beim Hören seiner Worte wieder gespürt, sind wir fassungslos hinsichtlich dessen, was damals geschah. Zwei Monate später ehrte Berlin ihn durch die Verleihung seines Namens an eine Straße und an die 25. Oberschule in der nebenan im gerade entstehenden Neubaugebiet auf dem Köpenicker Amtsfeld. Seither nennen die Bürger ohne behördlichen Beschluss ihre Kiez Allende vor. Weitere Schulen erhielten Namen chilenischer Patrioten Pablo Neruda, Emilio Recabarren, Victor Jara. Die heutige DRK-Klinik kennen viele noch als Salvador Allende Krankenhaus. Damals kamen chilenische Immigranten zu uns. Jahrelang lebten sie unter uns. Ihre Kinder gingen gemeinsam mit unseren in die hiesigen Schulen, bis sie schließlich in ihre Heimat zurückkehren konnten. Chile 1973, das ist für uns hier im Allende-Viertel gelebte Solidarität mit Verfolgten. 40 Jahre später begrüßen wir heute seine 1983 von Dietrich Bode geschaffene Büste in unserem Kiez. Wir würdigen so erneut das Streben Salvador Allendes nach nationaler Unabhängigkeit und sozialer Gerechtigkeit und erinnern zugleich an diese unsere damalige uneigennützige Solidarität. Als Mitglied unserer Bürgerinitiative und im Namen des Mieterbeirats Allende Viertel 1 weise ich Sie deshalb herzlich willkommen. Wir begrüßen Bezirksverordnete aller Parteien des Treptow-Köpenicker Parlaments, die den Beschluss fassten, die Allende-Büste genau an dieser Stelle mitten in unser Wohngebiet zu stellen. Die Vertreter der Vermieter unserer Wohnungen, von der DGWO und der Wohnungsbaugenossenschaft Amtsfeld, sowie die Berliner Medien, die über unsere Ereignisse berichten werden. Vor allem sind wir erfreut, dass so viele Bürger unseres Wohngebiets unserer Einladung gefolgt sind und dass auch viele Lehrer, Schülerinnen und Schüler des Emmy-Noether-Gymnasiums und der Amtsfeld-Grundschule hier bei dieser Ehrung für Salvador Allende halt machen und mit uns gemeinsam Spuren der Geschichte nachgehen. Und es ist uns eine Ehre, einen jungen Chilenen unter uns zu wissen. Wir begrüßen hier im Köpenicker Allende-Viertel deshalb mit besonderer Freude Nicolas Rodrigo Miquea, geboren 1981 in Talcahuano in Chile. Er ist Liedermacher, Dichter und klassischer Gitarrist. Nicolas Miquea studierte klassische Gitarre an der Eastman School of Music in Rochester, New York, an der Musikhochschule Franz Liszt in Weimar sowie an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock, wo er sein Studium mit einem Stipendium der Rosa-Luxemburg-Stiftung abschloss. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar.
más allá del ancho mar, donde revienta la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Nuestra canción es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. Víctor Jara, tu canción es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. Víctor Jara, tu canción es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. El derecho de vivir en paz. El derecho de vivir en paz. Was geschah vor und am 11. September 1973? Salvador Allende, geboren am 26.06.1908, Kinderarzt und Mitglied der Sozialistischen Partei Chiles, erhielt bei den Präsidentschaftswahlen Anfang September 1970 in Chile von allen Bewerbern die meisten Stimmen. Entsprechend den Traditionen der chilenischen Demokratie wählte ihn das Parlament im Oktober 1970 demokratisch zum Präsidenten Chiles. Allendes Vorgänger, Eduardo Frei, hatte bereits tiefe soziale und ökonomische Reformen begonnen. Er hatte die Kupferminen verstaatlicht, Allende setzte das fort. Allende verstaatlichte entschädigungslos die Bodenschätze Chiles, vor allem das Kupfer. Seine Regierung enteignete ausländische Großunternehmen und Banken. Der Kohlebergbau und die Textilindustrie wurden verstaatlicht. Das Land von Großgrundbesitzern wurde an Bauern und Kollektive übergeben. Die Preise für Mieten und für wichtige Grundbedarfsmittel wurden staatlich festgesetzt. Schulbildung und Gesundheitsversorgung wurden kostenfrei angeboten. Jedes Kind bekam Schuhe sowie täglich einen halben Liter kostenloser Milch. Für diese Politik wurde er von vielen Teilen des Volkes als Präsidenten der Armen und Unterdrückten bezeichnet. Von anderen wurde er gehasst. Als es im Juli 1973 zu neuen Streiks der Lastwagenfahrer und Studenten kam, eskalierte die politische Situation zusehends. Die letzte Phase der Regierung Allende war gekennzeichnet durch eine stetige Eskalation der politischen Konfrontation. Es kam zu Massendemonstrationen für oder gegen die Regierung Allende. Am 11. September 1973 putschte das Militär Chiles. Eine Militärjunta übernahm die Macht und ernannte Pinochet zu ihrem Vorsitzenden. Der Putsch wurde von den USA politisch und finanziell unterstützt, vor allem durch verdeckte Operationen der CIA. Unmittelbar nach dem Putsch gab es die meisten Opfer, sowohl von Folterungen wie von politischen Morden. Gegen diese Menschenrechtsverletzungen erhoben sich Proteste von vielen Menschen in der ganzen Welt. 1990 wurde Pinochet aufgrund eines in der Verfassung von 1980 festgelegten Volksentscheides vom chilenischen Volk aus dem Amt gewählt, was den Übergang zur Demokratie zur Folge hatte.
2001 wurde ein Prozess gegen Pinochet eröffnet. Er wurde jedoch aus gesundheitlichen Gründen für nicht verhandlungsfähig erklärt. Er starb, bevor er verurteilt werden konnte. Heute steht vor dem Präsidentenpalast in Santiago de Chile, der Moneda, ein Denkmal für Salvador Allende. Victor Jara, geboren am 28. September 1932, chilenischer Sänger, Musiker und Theaterregisseur. Er wurde am 12. September 1973 verhaftet, im Nationalstadion von Santiago de Chile interniert und am 16. September mit 44 Schüssen von Soldaten des putschigen Militärs ermordet. Seit ich lebe, kenne ich in meinem Land Ungerechtigkeit, Not und soziales Elend. Ich glaube, darum ist in mir das Bedürfnis entstanden, Lieder zu singen für das Volk. Ich glaube fest daran, dass der Mensch im Laufe seines Lebens frei werden muss, dass er handeln soll für die Gerechtigkeit. Eine Kette ohne Anfang, ohne Ende. Und jedes Glied schließt den Gesang der anderen ein. Wir singen gemeinsam. Wir singen für die ganze Menschheit. Viene con el polvo del desierto y con la sal que trae el mar. Por eso siempre volvemos al cementerio a derribar el muro de contención para así empaparnos del aliento de los muertos sin prisión, para así empaparnos del aliento de los muertos, de los muertos, sin prisión. Fassung eines Gedichtes von 1948. Dieser Trabien, Nixon, Frei und Pinochet sind bis zum heutigen Tag, bis zu diesem bitteren Monat September des Jahres 1973 mit Waterbury, Garastazu und Banzer gefräßige Hyänen unserer Geschichte, nagende Marder unserer Fahnen, die mit so viel Blut erobert und so viel Feuer teuflische Betrüger versumpft auf ihren Hazienden. Tausendmal gekaufte Satrapen und Verkäufer, aufgehetzt von den Wölfen New Yorks. Dollarhungrige Maschinen, besudelt durch die Opferung ihrer gemarderten Völker. Kupplerische Händler amerikanischen Brotes und seiner Luft. Schlammbesudelte Henker, Herde verhurter Kaziken, ohne anderes Gesetz als Folter und Hungerpeitsche des Volkes. Würdigung Allendes durch Neruda.
Wo immer ich war, auch in den fernsten Ländern, bewunderten die Völker den Präsidenten Allende und rühmten den außerordentlichen Pluralismus unserer Regierung. Hier in Chile wurde unter ungeheuren Schwierigkeiten eine wahrhaft gerechte Gesellschaft aufgebaut, errichtet auf der Grundlage unserer Souveränität, unseres Nationalstolzes, des Heldentums der besten Einwohner Chiles. Auf unserer Seite, auf der Seite der chilenischen Revolution, waren die Verfassung und das Gesetz, die Demokratie und die Hoffnung. Zehn Jahre nach seinem Tod wurde hier gegenüber auf dem Hof der damaligen Salvador Allende-Schule zur Ehren Salvador Allendes eine Büste geweiht, die von Dietrich Rohde geschaffen wurde. Wir freuen uns zugleich darüber, dass die Bezirksverordnetenversammlung von Treptow-Köpenick nach langer und kontroverser Diskussion entschieden hat, diese Büste nunmehr mitten ins Allende-Viertel zurück. Wir danken dem Eigentümer des Platzes, der DGO, dies ermöglicht zu haben, und wir freuen uns, dass unser Bezirksbürgermeister Oliver Igel an unserer Ehrung teilnimmt, und geben ihm das Wort. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich hier an der Büste Salvador Allendes. Büste, die ein Denkmal ist, ein Erinnerungsort. Und lassen Sie uns eine Weile noch bei diesem Begriff verweilen. Denkmal, das ist ein Begriff, den Martin Luther im Wortsinne als Gedächtnisstütze geprägt hat. Aber in den vergangenen 500 Jahren hat sich das etwas weiterentwickelt. Heute ist ein Denkmal mehr als eine Gedächtnisstütze. Es ist kein passiver Gegenstand mehr, sondern eine aktive Aufforderung. Denke mal. Statt Gedächtnisstütze. Und mit diesem Übergang von einem passiven Denkmal in ein aktives Denkmal sind auch Konflikte entstanden. Konflikte über Bewertungen von historischen Ereignissen, Bewertungen von Personen, durchaus auch Kontroversen, ja sogar widersprüchliche Angaben, widersprüchliche Bewertungen zu einer Person oder zu einem Ereignis. Aber das ist in einer Demokratie so. Das ist gewollt. Aus einem Denkmal, wird ein Erinnerungsort, werden mehrere Erinnerungsorte. Und am Ende wird es ein Prozess, ein Debattiermal. Und das haben wir auch an dieser Stelle. Über Salvador Allende, über sein Leben. Von den Schülerinnen ist schon sehr viel über Salvador Allendes Leben und Werk gesagt worden, das möchte ich alles gar nicht wiederholen. Er war in dieser kurzen Zeit von 1970 bis 1973 demokratisch gewählter Präsident Chiles. Und er hat in dieser Zeit eine ganze Menge bewegt. Es ist gesagt worden, sein Schwerpunkt waren Verstaatlichungen von Industrie, von Bergbau, von Banken, eine Reform der Landwirtschaft, aber vor allen Dingen auch eine ganze Reihe von sozialpolitischen Akzenten, die ja auch schon genannt wurden, von freier Schulbildung und Gesundheitsversorgung bis hin zur niedrigen Preisfestlegung von Grundbedarfs. Soweit sollte das alles unstrittig sein. Aber dennoch gab es Konflikte. Es gab erhebliche Unruhen. Streiks gehörten zur Tagesordnung in Chile Anfang der 70er Jahre. Und am Ende, mit dessen gedenken wir heute, vor 40 Jahren, gab es diesen brutalen Militärputsch. Man kann nicht oft genug daran erinnern, dass der demokratisch ins Amt gekommene Salvador Allende auf undemokratische Weise aus dem Amt
schied und mit seinem Leben aus freien Stücken bezahlt. General Augusto Pinochet, der kurz zuvor noch von Salvador Allende selbst zum Oberbefehlshaber des Heeres ernannt wurde, war derjenige, der quasi der Anführer dieses Militärputsches war und der als Diktator dieses Amt übernahm und bis 1990 im Amt. Ironie der Geschichte ist, dass dieser Diktator durch einen demokratischen Prozess aus dem Amt gelangt. Aber wie war denn die Situation? Ab dem Zeitpunkt der Übernahme, der Machtübernahme von Augusto Pinochet herrschten Verfolgungen, Verschleppungen, Folterungen in Chile. Es ist gesagt worden, tausende Menschen ließen ihr Leben, weil sie politisch Andersdenkende waren. Zehntausende wurden verfolgt, wurden gefoltert. Und viele von ihnen suchten Zuflucht, flüchteten aus Chile auf andere Kontinente, in andere Länder der Welt. Sie kamen auch nach Deutschland. Hier retteten sie ihr Leben. Sie kamen auch nach Ägypten, fanden hier eine neue Heimat. Man darf es nicht oft genug wiederholen, man sollte es nicht oft genug wiederholen, es waren Menschen in Not, die hierher kamen, die ihre Heimat aufgeben mussten, um hier ihr Leben weiterleben zu können. Das sollten wir im Übrigen heute, wenn wir über Flüchtlinge in Deutschland reden, nicht vergessen. In Deutschland wurde die Erinnerung an Salvador Allende wachgehalten. Insbesondere wurden in den Mittelpunkt seine bereits erwähnten sozialpolitischen Taten gehoben. Daran wurde erinnert. Es wurde daran erinnert, dass er den Ärmsten der Armen in seinem Land eben die Gesundheitsversorgung, Essen, Bekleidung erst ermöglicht hat. Und anlässlich des 10. Jahrestages des Putsches und des Todes von Salvador Allende wurde diese Büste auf dem Hof der Allende-Schule eingeweiht und an ihn fortan an dieser Stelle erinnert. Mit den neuen politischen Verhältnissen 1990 begann eine Wanderschaft, wie es eben bei Erinnerungsorten der Fall sein kann. Um die Erinnerung, und das muss man so zugeben, von Salvador Allende wurde es zumindest stiller. Oder schiller. Ich will an die Merkwürdigkeit aus dem Jahr 2005 erinnern, wo es plötzlich eine öffentliche Diskussion über einen angeblichen Rassismus von Salvador Allende in seiner Dissertation. Heute nun, oder diese Stille um dieses Denkmal, setzte sich dann auch fort. Ich habe das Gefühl, die Büste ist Inventar geworden. Inventar des Wohngeldes. Und erst mit der Diskussion über den Standort belebte sich auch die Erinnerung an Salvador. Natürlich gab es da kontroverse Meinungen. Die einen, die seine sozialpolitischen Taten, die unstrittig sind, in den Mittelpunkt rufen. Andere wiederum, die mit dem sozialistischen Ansatz überhaupt nichts mehr anfangen konnten. So schien es jedenfalls. Aber, meine Damen und Herren, ich fand diese Debatte äußerst bereichernd. Denn diese 100 Meter oder weniger als 100 Meter, die diese Büste hier in das Zentrum
des Wohngebietes rückte, waren praktisch ein historischer Kilometer in der Erinnerungspolitik. Denn es wurde geredet, es wurde nachgedacht, es wurde debattiert über seine Gebiete. Und wenn ich von Bereicherung rede, dann rede ich auch darüber, dass Salvador Allende in einem Gesamtzusammenhang, dass hier an dieser Stelle an Allende, an Kap Neruda, aber eben auch an die Gegenwart, an das heutige Wohngebiet erinnert wird und dies tatsächlich nun ein Erinnerungsort, ein Debattierort geworden ist. Andernorts, meine Damen und Herren, wurden nach 1990 Denkmale für Salvador Allende abgebaut. Hier, in diesem Viertel, wurde die Erinnerung, das Denkmal für Salvador Allende aktualisiert und in den Mittelpunkt. Das, meine Damen und Herren, wäre aus meiner Sicht am alten Standort gar nicht möglich gewesen, war vielleicht auch gar nicht gewollt. Insofern noch ist die Debatte und die örtliche Verschiebung aus meiner Sicht eine Bereicherung für dieses Gebiet. Möge dieser Ort noch lange ein Ort zum Debattieren, zum Nachdenken über Salvador Allende und sein Leben und sein Werk bleiben. Das wünsche ich Ihnen und uns allen. Herzlichen Dank. Auch noch etwas erweitern. Ich danke der Bürgerinitiative, dem Mieterbeirat für die Initiative, aber auch für die würdige Veranstaltung hier. Danke auch der DGWO für die zur Verfügungstellung dieses Platzes und ich danke auch den Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich Facility Management, insbesondere kurz der Aufbau hier gestellt. Rota, poniendo el arma en nuestras manos, por financiar al asesino y dejar preso a mis hermanos, por darle un precio a cada día y por las tierras que robaron, por las masacres preventivas y el oro que estas recaudaron, por cómo escribieron la historia. Consultar el pasado, por olvidar sus propias leyes, por cada golpe de estado, por cada bomba que cayera, por cada pueblo que borraron, por derrumbar sueño tras sueño y la basura que dejaron. Ya no me vengan con su amor, ya no me hablan de su libertad, ya no demuestren tanta comprensión, ya nos vengan a ayudar, y ni mencionen una intervención, ni la defensa de la democracia, no les pedimos ni un favor, nos salven a la humanidad, nos salven a la humanidad. Nos salven a la humanidad y por los muertos alerta pueblos a estar atentos para defendernos cuando el imperio habla de paz, cuando el imperio habla de paz, cuando el imperio habla de paz. Thank you.
kühlen Gestein das Wasser des Welts als ein üppiger Bus aus Gischt entspringt. So ist das Lächeln in deinem Gesicht, du Schöne. Schöne, mit feinen Händen und schlanken Füßen, wie ein Silberbittchen leichten Ganges, Hüte der Welt, so sehe ich dich, du Schöne. Schöne, deine Augen haben nicht Raum genug in deinem Gesicht, nicht Raum genug auf der Erde. Länder gibt es, Flüsse gibt es in deinen Augen. Mein Vaterland ist in deinen Augen. Ich durchwandere sie, sie finden dich der Welt, die ich wandere. Du Schöne. Schöne, meine Schöne. Deine Stimme, dein Mut, deine Nägel. Schöne, meine Schöne. Dein Licht, Schatten. Schöne, dies alles ist mein. Schöne, alles ist mein. Du meine, wenn du gehst oder ruhst, wenn du singst oder schläfst, wenn du leidest oder bist, immer, wenn du nah bist oder immer, du mein, meine Schöne, immer.